Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, jeden Morgen in dieser Kirche ist eines der ersten Worte, das wir hören und das wir selber beten, die Aufforderung: Heute hörtet ihr doch auf seine Stimme. Es ging mir in den letzten Tagen so, dass ich dachte, ja, genau darum geht es. Dass wir, wenn wir jetzt durch diese drei Tage gehen, durch diese einzige große Osterfeier, an der Seite Jesu, in seiner Spur, dass wir neu lernen, auf seine Stimme zu hören. Seine Stimme meint nicht nur sein Wort, sondern auf alles zu achten, was er sagt, was er tut, wie er es tut. Denn so lernen wir, was es heißt, Christ zu sein, die wir doch seinen Namen tragen. Das, was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, sagt Jesus zu Petrus bei der Fußwaschung. Ob wir es schon verstanden haben, ob sich das Wort Jesu, das er anschließend spricht, du wirst es aber später verstehen, ob wir schon so weit sind. Vielleicht ist es gut, wenn wir uns ein wenig hineindenken in diese konkrete Situation, in der Jesus steht an diesem Abend. Das Evangelium, das wir eben hörten, deutet es an. Er weiß, dass er von Gott kommt und zu Gott zurückkehrt. Das ist die große Bewegung, diese große Linie, die wir gerade im Johannesevangelium, das uns jetzt so viele Wochen schon begleitet hat und in den nächsten Wochen auch tun wird. Die große Heimkehr zu Gott, aber nicht nur Jesus, sondern er will alle mit sich nehmen. Nicht nur uns, die ganze Welt. Alle Menschen sollen heimgeführt werden zum Vater. Das ist die große Bewegung, die der initiiert, von dem das Evangelium am Anfang sagt. Er kennt Gott in- und auswendig. Er ist der Exeget. Er, der wirklich ganz aus dem Innersten Gottes kommt, am Herzen des Vaters ruht, so wie der Jünger, den Jesus liebt, an seinem Herzen, in seinem Schoß ruht, so wie wir dort ruhen sollen. Der kommt in diese Welt, der sagt uns, erzählt uns, zeigt uns das innerste Wesen Gottes und will uns genau so mitnehmen auf diesem Weg heim zum Vater. Und dennoch liegt über dieser Stunde, dem letzten Abend Jesu, eine merkwürdige, sagen wir, Spannung. Jesus weiß, dass er zum Vater heimkehrt. Er könnte daraus einen großen Trost ziehen, auch angesichts all dessen, was ihn erwartet. Verrat, die ganzen Grausamkeiten seiner Passion, wie wir das beinahe abstrakt nennen, sein Tod in der letzten denkbaren Entfernung von seinem Vater, in Gottverlassenheit. All das steht ihm bevor. Aber er geht heim zum Vater. Er nimmt Abschied von denen, die er um sich gesammelt hat, die das weitertragen sollen, was er begonnen hat. Können wir uns das vorstellen? Ich fand das eindrucksvoll geschildert, diese sehr menschliche Seite bei der Mystikerin Adrienne von Speyer. Wenn wir das an uns heranlassen, wie er es an sich heranlassen musste, wie wenig hat er erreicht? Wie schwach, so sagt sie, ist das Verständnis, das er in ein paar Seelen für die Welt des Vaters wecken konnte. Wie karg war die Ernte seines Lebens, wie nichtig im Vergleich zu dem, was er vor seiner Menschwerdung sich vorgenommen, die ganze erlöste Welt dem Vater zurückzubringen. Wie wenig kann er diesen Männern um sich herum anvertrauen, die er in kurzen Stunden allein lassen wird, auch sie in der Nacht des Kreuzes, in der Verwirrung des Nicht-mehr-Verstehens, des Zusammenbruchs all ihrer Pläne und Träume, des Bankrotts ihrer Lebenshoffnungen. Er selber will in seiner Menschheit diese Angst und Unsicherheit durchkosten.
Was tun, liebe Schwestern und Brüder, in einer solchen Stunde? Wenn man das wirklich einmal tief in sich hineinfallen lässt, was das bedeutet. Wir sprechen immer so große Sätze. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt in die Welt, um die Welt zu retten. Das ist alles richtig. Kann kein Zweifel sein. Und was steht dann an diesem Gründonnerstagabend da? Mit Verlaub gesagt, ein paar Hansel, denen er noch nicht mal letztendlich trauen kann. Von diesen 12 ist einer bereit und hat es schon getan, ihn für ein paar Taler zu verscherbeln. Der, dem er das Ganze in die Hand legt, wenn man so will, als sein Stellvertreter oder Nachfolger, ist der Erste, der abhaut und ihn verrät, ihn verleugnet. Welch eine Situation! Was würden wir tun, wenn wir ein letztes Zeichen setzen müssten? Was tun, wenn wir vor diesem endgültigen Abschied ständen? Jesus setzt 2 Dinge. Es fand ein Mahl statt und er wäscht genau diesen, die er gut kennt und kennengelernt hat. Denen tut er den allerniedrigst denkbaren Dienst, er wäscht ihnen die Füße. Keine hehren, großen moralischen Ermahnungen, keine Appelle, sondern sein Testament sieht so aus. Er feiert mit ihnen ein Mahl, indem er ihnen versucht, die Augen dafür zu öffnen, dass er sich in diesem Mahl selber austeilt. Dass es nicht um einen nur überkommenen Ritus im Rahmen des Pessachfestes geht, sondern dass er das, was das Volk Israel an Befreiung, an Zuwendung Gottes feiert, dass das seine Existenz ist. Dass er in diesen Zeichen mit sich in das innerste Wesen Gottes schauen lässt. Ein Gott, der sich selber verteilt, damit andere leben. Der sich selber verströmt, der sich ausgießen lässt, damit andere ihr Leben finden. Damit sie den Weg nicht verlieren, heimzukommen. Damit diese große Bewegung weitergeht, dieser große Exodus durch alle Zeiten, den die Kirche sich zu eigen macht in der Feier der Sakramente. Diese Wegzeichen, diese Orientierungspunkte heim zum Vater. Das Mahl und die Fußwaschung. Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Es stimmt. Vielleicht ist es am Beginn dieser 3-Tage-Feier zu früh zu verstehen, alles aufzunehmen. Wir müssen weitergehen mit ihm. Denn das eigentliche Ziel seines Lebens fehlt noch. Es ist die Passion. Es ist das sich ganz hingeben, das sich ganz verlieren, das letzte Auskosten des größten Abstandes zu Gott, bis der letzte Winkel, der letzte Moment, auch der der Einsamkeit des Sterbens, hineinbuchstabiert wird in die Wirklichkeit und in das Wesen Gottes. So sind wir an diesem Abend zu Einbruch dieser Nacht hier, bereit, diesen Weg mit ihm zu gehen, uns von ihm neu beschenken zu lassen und sagen zu lassen, verstehen zu lernen, wie Gott wirklich ist. Gehen wir mit ihm Schritt für Schritt heim zum Vater, Schritt für Schritt in das innerste Wesen Gottes hinein, der sich selber verteilt, damit wir leben können.